Vorgestellt werden verschiedene Varianten der Nixie-Röhren, angefangen mit der sowjetischen IN-18. Diese Röhre ist sehr bekannt. Hieran ist auch der typische Aufbau einer Nixie-Röhre zu sehen. Nixie ist übrigens ein Kunstwort von der Burroughs Corporation, ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus. Der war ursprünglich gedacht als Numeric Indicator Experimental, als Abkürzung. Und man sieht an dieser IN-18 sehr gut, wie eine Nixie-Röhre aufgebaut ist. Zum ersten sieht man einen Anodenkäfig, der alle Segmente der Nixie-Röhre umschließt. Eine Nixie-Röhre ist keine 7-Segment-Anzeige, sondern jede Ziffer bzw. jedes Symbol besteht aus einem eigenen Draht. Der hintereinander in der Röhre befestigt ist. Man sieht hier die einzelnen Isolationen. Und die verschiedenen nicht Leuchtziffern, sondern die einzelnen Segmente. In der Videobeschreibung sind die Leuchtbilder aller hier vorgestellten Röhren aufgelistet. Nixie-Röhren haben auch ein sogenanntes Zirconiumgitter, um Restsauerstoff zu binden. Die Röhre selbst ist gefüllt meistens mit Neon. Bei größeren Röhren, wie hier bei dieser IN-18, ist auch ein kleiner Schuss Quecksilber mit dabei. Nixie-Röhren gehören zu der Gruppe der sogenannten Gasentladungsröhren. Das heißt, die Leuchterscheinung entsteht durch Ionisation, Stoßionisation. Das heißt, die Ziffer bzw. das Symbol, das negativ geladen wird, stößt eine Ionisation an, die dann entsprechend zur Leuchterscheinung führt. Die Zündspannung beträgt ungefähr 170 Volt, bei je nach Größe der Röhre ein bis 4 Milliampere Strom. Die IN-18 ist relativ groß. Es gab auch kleinere Röhren. Bekannt ist zum Beispiel die ZM-1000. Diese Röhre wurde sehr oft in Messgeräten verbaut. Typisch an dieser Röhre ist, sie verfügt über ein Steckfeld, also reguläre Stifte, die in einen Sockel gesteckt werden. Somit ist die Röhre austauschbar. Während andere Röhrentypen, wie zum Beispiel die ZM 1332, über Drahtanschlüsse verfügt. Die eingelötet werden müssen. Auch hier ist das Zirconiumgitter zu sehen und der Anodenkäfig. Auch eine sehr bekannte Röhre ist die sowjetische IN-12. Sie verfügt auch über ein Steckfeld, also über Stifte.
Auch hier ist der Anodenkäfig zu sehen. Die Isolatoren. Und die einzelnen Leuchtsegmente. Der Unterschied zu IN 12a und 12b ist der einzigste, dass die 12b verfügt über Dezimalpunkte. Eine kleinere symmetrische Röhre ist die IN 2. Im Größenvergleich. Die IN2 wird auch in die Schaltung gesteckt. Die einzelnen Leuchtsegmente sind hier etwas schlecht zu sehen. Aber man sieht jetzt in der Bildmitte die Isolatoren, beziehungsweise jetzt ganz oben das Anodenfeld. Eine etwas ältere symmetrische Röhre ist die IN1. Sie verfügt über einen regulären Röhrensockel. Man sieht die Isolatoren und den Anodenkäfig, das Zirkoniumgitter in der Mitte sowie die einzelnen Leuchtsegmente. Es gab nicht nur Ziffern, sondern auch Symbole. Ein Beispiel dafür ist die IN 7a und 7b. Diese Nixie-Röhre verfügt über Symbole. Also das ist meistens für die Messtechnik gewesen. Symbole wie Ohm, Millivolt, Volt, Milliampere, Ampere und so weiter. Auch hier sind die Isolatoren zu sehen. Und die Verbindungen zum Stiftfeld. Eine andere Röhre war die IN 19a und 19b, ebenfalls für symbolische Anzeigen. Auch hier ist der Anodenkäfig zu sehen, sowie die einzelnen Symbole. Die 19a und B verfügt auch über einen Drahtanschluss. Und zum Schluss eine auch sehr bekannte Röhre, die IN14, die in sehr vielen Nixie-Uhren verbaut wurde. Auch hier ist der Anodenkäfig zu sehen. Die einzelnen Leuchtsegmente. Oben sind ist das Getter zu sehen.
Und zum Schluss eine IN12 und IN4 in Betrieb. Zu sehen ist es auch, dass die 2 und die 5 dieselbe Ziffer ist, nur auf dem Kopf stehend. Bei sehr vielen sowjetischen Röhren bestanden die 2 und die 5 aus demselben Symbol.